Ich fühle mich einem herausfordernden Bedingungen. Wenn Sie mich fragen, was ich bin und wer ich bin, dann werde ich Ihnen antworten. Ich bin von Beruf und Wesen Jurist und kein Berufsrevolutionär. Das ist irgendwie eine sozusagen Urfeindschaft. Zwischen der Revolution und dem Juristen. Ja. Und das ist eine Art Schwierigkeit des Berufs selbst, über den Juristen nicht gerne sprechen. Aber ich habe viele kennengelernt, sehr gute Juristen, und gerade sehr große Prozesse mit politischen und finanziellen Hintergründen führt. Der wird diese Erfahrung machen, in welchem Maße der Beruf eines Juristen etwas durchaus selbstständig ist. Der Jurist als Beruf ist jedem Politiker als Beruf verdächtig und suspekt. Andererseits geht es natürlich nie ohne ein Minimum von Recht, solange überhaupt, also menschliche Verständnis. Aber kann der Jurist nicht auch quasi doch zum Revolutionär werden, wider Willen oder? Er ist es ja, er wird es von selbst, und er tappt sich auch. Nun wollte ich hier einen Satz sagen, also wieder das Wort vom Beruf eines Juristen. Das ist mir eigentlich erst bewusst geworden durch einen Mann, der kein Jurist war, aber wegen seiner katholischen Herkunft sehr viel formales Verständnis für Formen und Prozesse im Sinne eines geregelten Verfahrens hatte. Das geregelte Verfahren, ein Minimum von geregeltem Verfahren, bleibt bis in das erbitterste, also Auseinandersetzung rein. Und Feind ist kein Begriff, der unmenschlich ist, sondern der im Gegenteil, die Menschheit hört auf, wenn es keinen Feind gibt. Wenn die Feindschaft unterdrückt wird und so irgendwelche Utopien oder Illusionen von Humanität ersetzt wird. Ja. Also, dieses Wort, das ich eben zitieren wollte, nur der Mann, der es gesprochen hat und formuliert hat, und mich da doch tief beeindruckt hat, war ein Hugo Balder, ein erstaunlicher, hintergründiger Mann, Mensch, der doch die Spitzmarke Dadaismus einfach zusammen mundtot gemacht wird. Denn jeder Mundtotmacher, tiefsten und bedeutendsten Menschen, die wir beim Leben sind. Dieser Hugo Ball hat einen Satz geprägt, auf den es mir hier in diesem Zusammenhang ankommt, nicht wahr? Der betraf mich, aber er gilt für den, das, was ich unter Juristen sehe, eher dieser Karl Schmidt, sagt Hugo Ball, ja, der Karl Schmidt, also, ist ein Mann, der in der Gewissensform seiner Begabung seine Zeit erlebt. Ich wiederhole, er erlebt seine Zeit in der Wissensform seiner Begabung.
was, der Gewissensform, nicht Wissensform, Wissensform zum, zum juristischen Begaben gehört, hat eine Beziehung zum Gewissen. Die ist so spezifisch wie kaum einem anderen. Ich weiß, Theologen, so was die nicht Juristen sind, will ich mal beiseite. Ja? Also, der Satz, von dem ich ausgehe, wenn ich überhaupt von mir sprechen will und eine ernsthafte Frage ernsthaft beantworte, ist dieser Satz in der Gewissensform seiner Begabung erlebt er seine Zeit. Jede Begabung hat ihre spezifische Gewissensform. Auch der Künstler, der Maler, sobald er einen Beruf, nicht, der Arzt selbstverständlich und solche Dinge, es ist auch die Handwerker, es ist, es gibt kein abstraktes Menschengewissen. Wenn man spezifisch ist auf einen Beruf oder, ja. Dieses Wort Gewissensform ist eine der schönsten und fruchtbarsten, also Prägungen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Und ich wende sie an auf meinen Beruf als Jurist. Die Farben von La Fontaine. Ich weiß nicht, ich hatte immer eine Schwäche für den heuristischen und interpretativen Wert von Farben. Können die schwierigsten Farben menschliche Dinge, die menschlich unaussprechbaren Dinge, können sie dadurch, soll ich sagen, aussprechbarer machen oder Sprache zugänglich machen, dass sie sich von Tieren, die ja nicht sprechen, aussprechen. Das ist ein ungeheuerliches Thema, die Farbe. Und La Fontaine ist einer der genialsten Geister der ganzen Welt. Man braucht nur einmal eine Farbe von La Fontaine mit einer Farbe von Lessing zu verbinden. Da sieht man die Schwäche. Kümmern wir uns also irgendwie belanglos. Ja. Ja, die Farbe von La Fontaine hat sie abgeschwächt, weil er der fortfahrende, soll ich sagen, Wucht dieser also unerbittlichen Erkenntnis nicht gewachsen. Und ich habe mal einen Vers gemacht. Mitternacht begegnet mir ein Übermensch. Ja. Ein wahres Tier. Ja. Wütend empört und mit Geschrei fragt er mich, wie viel Uhr es sei. Ja. Ich sage, es sind 7 Uhr. Da schreit er also, du hinterlistiges Zurex, vor einer Stunde nur hast du gesagt, es wäre 6. Die Verfassung gesetzt ist, und nun kommt also von Frankreich her, obwohl es dann eh akut wurde, wie damals. Diese These von Orioux, jede Verfassung hat einen unantastbaren Kern. Eben. Es wäre einfach Wahnsinn, den zufälligen Parlamentswahlen auszuüben. In einem Vielparteienstaat mit wechselnden Koalitionen, entscheidet dann praktisch der Agent schon genau, was verwaltet wird. Also der alte Amtszeno hat sein Urteil über mich dahin zusammengefasst, dass er sagte, wie einmal sagte und auch anderen sagte, ich habe nie in meinem langen Leben einen Menschen kennengelernt, der so viel Ordnung in seinen Begriffen mit so viel Unordnung in seinen privaten Verhältnissen.